Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Bedeutung des Radverkehrs hat in der Tat in den letzten Jahren zugenommen. Ein zunehmend beliebtes Verkehrsmittel, ökologisches Verkehrsmittel, E-Bikes boomen, ist ein gesundes Verkehrsmittel und es wird sehr stark touristisch genutzt. Ich sage das ganz bewusst, weil ich aus einer Destination komme, wo gerade der Radtourismus dem Tourismus einen neuen Schub verliehen hat auf Radwegen, die jüngst dort angelegt worden sind. Und weil dieser Radverkehr an Bedeutung zugelegt hat, hat die Koalition auch entsprechend gehandelt. Wir haben eben nicht nur Anträge geschrieben, wir haben nicht nur gesprochen, sondern wir haben etwas auf den Weg gebracht. Und die Bilanz kann sich sehen lassen. Die Bilanz kann sich sehen lassen, sowohl im rechtlichen Bereich. Wir haben die Straßenverkehrsordnung novelliert, sorgfältig und vorsichtig novelliert. Wir haben viel Geld für den Radverkehr zur Verfügung gestellt. Die Zahlen sind genannt worden, etwa 100 Millionen Euro. Einmal für Radwege an Bundesstraßen, dann aber auch für Radwege an Bundeswasserstraßen. Wir haben den Radweg Deutsche Einheit auf den Weg gebracht. Man darf nicht vernachlässigen, was in den Bereichen Verkehrssicherheit, Verkehrserziehungskampagnen fließt. Auch das kommt dem Radverkehr, der Sicherheit des Radverkehrs zugute. Ich erinnere an die Förderprojekte im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans, über 3 Millionen Euro pro Jahr, an die Forschungsprojekte im Bereich E-Bike und E-Lastenräder, zwischen 2011 und 2016 über 7 Millionen Euro. Und nicht zuletzt das, was wir jetzt noch auf den Weg bringen, die 25 Millionen Euro für Radschnellwege in fremder Baulast. Wenn ich das einmal zusammenrechne, dann kann ich nur zum Schluss kommen, dass eine ambitionierte Radverkehrspolitik, die diese Bundesregierung, die diese große Koalition hier betreibt, das muss man einmal festhalten. Für manche, Herr Gastel, da haben Sie recht, ist sie zu ambitioniert. Und das zeigen die Zahlen, wenn wir uns mal an andere Verpflichtete im Radwegebau näher anschauen. Es ist ja nicht der Bund, der allein dafür zuständig ist, der unterstützt Radwegebau, sondern Länder und Kommunen sind ja in erster Linie gefordert. Aber es ist auch zu ambitioniert, wenn ich mir manches Bundesland anschaue, dass ja dafür verantwortlich ist, dass geplant und letztlich gebaut wird. 2014 sind 11 Millionen Euro nicht abgerufen worden von den Ländern, 2015 9 Millionen Euro. Warum? Weil die Länder sie nicht verbauen konnten. Das ist übrigens kein Problem des Radwegebaus allein. Das ist auch ein Problem beim Straßenbau. Auch da sind Millionen 2016 zurückgeführt worden. Und deshalb ist es natürlich ein einfaches, wenn das Ihre Radwegepolitik ist, nach der Verantwortlichkeit und nach dem Geld des Bundes zu rufen, aber auf Länderebene nicht in der Lage zu sein, das Geld auch anständig zu verbauen, das schon zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte noch ein paar Takte dazu sagen, dass Sie hier vorwerfen, es stünden keine Radwege im Bundesverkehrswegeplan. Naja, da stehen Sie natürlich nicht drin. Wer ein bisschen Ahnung von Verkehrspolitik hat, weiß, dass es dort um großräumig wirksame Investitionen in Bundesverkehrswege geht. Aber wenn keine Fernverkehrsbedeutung vorliegt, dann kann ich auch keine Radwege dort einstellen. Deshalb fördern wir Radschnellwege mit 25 Millionen Euro demnächst. Aber wir müssen schon ein bisschen die Systematik der Straßenverkehrspolitik in Deutschland beachten bei dem, was Sie hier vorschlagen. Ihr Antrag enthält ja noch andere interessante Passagen, zum Beispiel die Frage Kaufprämien für E-Bikes. Wann ist es überhaupt gerechtfertigt, dass man Kaufprämien für Fahrzeuge, für andere Wirtschaftsgüter leistet? Doch nur dann, wenn ein Marktversagen vorliegt. Und ich kann nur feststellen, der Markt für Elektrofahrräder funktioniert hervorragend. Ein stetiges Wachstum können wir verzeichnen in den letzten Jahren, auch wenn sie teurer sind als gewöhnliche Fahrräder. Sie werden immer beliebter, sie werden gekauft. Und deshalb braucht man hier keine Kaufprämie, auch für die Lastenräder braucht man keine Kaufprämien. Das ist eher ein Ausweis einer verqueren Wirtschaftsauffassung, einer vollkommen falschen ordnungspolitischen Vorstellung, wie man Förderung auch im Bereich Radverkehr zu stricken hat. Und deshalb sage ich unter dem Strich, der Radverkehr ist unter Unionsverkehrsministern fester Bestandteil des Mobilitätsmixes geworden. Wir sehen das Potenzial, wir handeln, wir haben die Mittel erhöht, wir haben das Recht weiterentwickelt.
unter dem Strich also eine mehr als erfolgreiche Radverkehrspolitik, die diese Koalition betreibt. Vielen Dank, Herr Kollege Schnieder. Als nächstes spricht Kirsten Lühmann von der SPD-Fraktion.